Liebe Zuschauer, herzlich willkommen hier am Laufer Marktplatz. Hier ist wieder der verrückteste Adventskalender aller Zeiten und wir werden heute wieder eine neue Aufgabe ziehen, also eine neue Tür öffnen. Und hier auf dem Weihnachtsmarkt in Lauf ist ziemlich viel los heute. Die Leute bedienen sich hier an den Buden, es ist eine gute Stimmung und wir wollen mal schauen, wenn wir heute hier alles treffen werden. Wir öffnen die Tür Nummer 17. Viel Spaß! Jawohl, da ist die Tür Nummer 17 aufgegangen und das ist jetzt heute eine besondere Aufgabe, die wir so ähnlich auch schon mal im letzten Jahr hatten, zumindest mit der Variante Stumm. Bedeutet heute, ich soll hier eine Sitzbank finden, also wo man sich hinhocken kann, und das soll ich die Leute da drauf vertreiben, die wo da gerade hocken, also eine besetzte Bank, und ich soll die Leute irgendwie wegschicken, dass sie von der Bank runtergehen, dass ich mich selber hinsetzen kann. Und da werden wir jetzt eine Bank suchen und das Ganze muss ohne zu reden stattfinden, also ganz still sein, stumm. Die Leute irgendwie dazu bringen, aufzustehen, sodass ich mich selbst hinhocken kann. Also ich muss die Bank für mich gewinnen. Wird mir das jetzt gelingen hier im Lauf? Wir schauen mal rein auf in die Aufgabe. Hey, was ist denn das? Spinnst du oder was? Was? Was soll das, ha? Hast du zu viel gesoffen oder was? Hätte ich doch nicht mehr, oder? Such deinen anderen Tipp. Ich verarsch dann da. Geh auf den Weihnachtsmarkt und da ist eine Bühne, da kannst du ihn aufstellen und rumkaspern. So, das war sie mal wieder, unsere Tür für heute, die Tür Nummer 17 hier aus Lauf an der Pegnitz. Und wenn Sie in den nächsten Tagen noch nichts vorhaben, dann können Sie gerne mal hier auf dem Weihnachtsmarkt vorbeischauen in Lauf. Da ist immer einiges geboten, ein schönes Programm, das finden Sie auch im Internet. Dazu haben wir jetzt hier einen Link in der Fußzeile. Ja, ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Der Mann, wo auf der Bank saß mit der Frau, die sind ja ein bisschen ausgeflippt, da ist ein bisschen laut geworden. Aber interessante Methode, indem ich sie jetzt ein bisschen so angelehnt habe, mich an die, dann sind sie schon abgehauen, also Aufgabe wieder erfolgreich und ich habe immer noch einen Fehlschuss frei. Mal schauen, wo es morgen hingeht für den verrückten Adventskalender. Ich fahre jetzt erstmal wieder Richtung Schneidach mit der Regionalbahn und dann sehen wir uns morgen Abend wieder gegen 20 Uhr aus einem anderen Ort mit einer neuen Aufgabe. Würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet bei der Tür Nummer 18. Macht's gut, Servus, und hier ist euer Abspann aus Lauf und Schneidach.